Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Herzoginnen und andere Tierarten sind heute wieder unser Thema. Eine der 100%-Quests, die einfach notwendig sind zu machen. Und sie ist verflucht lang, das wissen wir alle schon. Und wir werden heute ein paar Pflanzen sammeln und beginnen hier zum Beispiel mit Akunas Stern. Ihr benötigt aber nur 3. Ich zeige euch 4 ganz einfach deswegen, weil 4 wirklich so nah um die Ecke herum sind. Oder besser gesagt, das vierte so nah am dritten, dass ich gesagt habe, okay, falls irgendjemand schon mal irgendwie einen eingesammelt hat und hat ihn dann verkauft oder irgendeinen Schmarrn, dann haben wir hier nochmal eine zusätzliche Fundstelle. Dasselbe mache ich nach hinten nochmal beim blattlosen Widerbart. Auch da brauchen wir nur 5 und ich werde 6 einsammeln. Nur die zweite Pflanze, davon braucht man 7. Der Name ist mir momentan nicht geläufig, sehen wir dann gleich hier im Video auf alle Fälle. Und da habe ich dann halt auch wirklich nur 7 eingesammelt. Aber wie gesagt, alles deswegen halt einfach, um halt so, sage ich mal, das wegemäßig einigermaßen hinzubekommen. Und dann werdet ihr hier gleich noch sehen, dass ich hier gleich nochmal ein paar rosa Löffler kille. Solltet ihr auf alle Fälle immer die Augen aufhalten. Das habe ich ja schon beim ersten Teil gesagt, dass ihr immer ganz, ganz stark gucken solltet, was nochmal so an Zeug und ja, an Tiergezeugs herumfliegt. In der Gegend verfügbar ist, ganz einfach, weil es teilweise gebraucht wird. Denn wenn wir hier fertig sind, heute hier gemeinsam mit diesen Pflanzen, brauchen wir anschließend nochmal 30 rosa Löffler-Federn. Und deswegen solltet ihr die auf alle Fälle ja mit ständig auf dem Schirm haben, denn 30 ist wirklich nicht wenig. Hier ist es ja so, dass wir vorher auch noch gebraucht haben 25 Alligator-Eier. Die habt ihr hoffentlich beisammen. Da habe ich euch ja auch früh genug darauf hingewiesen, dass es hier in der Gegend immer wieder genug Nester mit Alligator-Eiern gibt. Und die solltet ihr auf alle Fälle mitnehmen, um da dann halt wirklich, ja, nicht in die Bredouille zu kommen beim nächsten Mal. Und genauso ist es halt so, wenn ihr hier rosa Löffler seht, nehmt die mit, ganz genauso wie ich das eben gerade gleich hier machen werde und nicht die Finger von lassen kann. Denn 30 Federn ist nicht wirklich wenig. Und damit beschäftigen wir uns dann aber erst in der nächsten Folge. Hier lasse ich euch jetzt, sage ich mal, schon wieder mit dem restlichen Kleinkrempel hier alleine. Ganz einfach deswegen, denn halt hier, genau, einmal kurz einen Punkt auf der Map zeigen, hinrennen, das Ding einsammeln. Das benötigt nicht viel Kommentar, dem ist meine Meinung. Hier die rosa Löffler, da sind sie alle 3. Ich denke, hä, was steht denn da rum? Das war auch so, ich renne hier so lang auf einmal und denke, hä, was sind das für welche? Gucken wir mal hin. Oh, Alligator, nein. Ja, rosa Löffler, perfekt, denke ich. Da brauche ich sowieso noch Federn von. Also machen wir die 3 hier weg. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg mit dem Rest des Videos. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Gerne könnt ihr natürlich auch den Kanal abonnieren, damit ihr hier weiter mit Glocke aktiv in Zukunft kein weiteres Video verpasst. Und vor allem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goody.
Let's go, boy. Easy now.
is inside out. Shit! Oh, hello, stranger. Hello, Algernon. Well then, did you get those eggs? Oh, yes. Oh, you're a wonderful fellow, James. A man of rare distinction. Herculean labors performed almost effortlessly in the pursuit of art. Oh, the Contessa, well, she's a terrible hag, but she'll be happy. I hope so. What do you think of this hat? Very, exotic. I made it for you! For me? I'm just... It'd be wasted on me, Algernon. It's too fine for a man of my coarseness. At least try it on. Nah. Please. Okay. Here we go. As you see, it's not exactly me. No, you're right. It's all wrong. I went forte, and I should have gone molto adagio. Here's your money for the eggs and the flowers. Got anything else? No, oh, but I've imposed too much already, and I'm ashamed of the millinery. You pay well. It's easy enough work. I do need some more orchids. Fairly rare ones, quite a few. It's for a cabinet I'm making for a...
wonderfully spoiled little girl on Fifth Avenue. I thought you hated New Yorkers. Oh, I do. And just so dreadfully weak-willed. It's not the money. It's the chance to make these things. Oh, I wanted to say no, James. I really did. But somehow, I never can. I'll see what I can do. Oh, and James, I'll make you something. Honestly, I'm fine.